Widerlicher Stink. Ich muss die Gruft bei Brockborough finden und Samanthas Familienwappen auf den Sarkophag legen. Richtig, ja, kein Sherlock. Und dann haben wir noch eine weitere von Sahara. Die Poppy, die sowieso, die schon sehr verfallen, weil wir Dover Burner sind. Und ja. Ich würde einfach einen Weihnachtsbaum, wie widerlich. So, haben wir jetzt fertig, Klade. Danke. Es geht echt, wenn wir die Brücke drüber fliegen, können wir aufladen. Ah, ist das blöd. Hui. Fehlen auch Dächer dazu? Tatsächlich. Hui. Wusch. Wenn du dir die Fresse wegfriert. Muss ja hässlich sein. Gibt's hier unterwegs eigentlich irgendwas? Spinne? Ah ja. Muss doch irgendwo ein Würfel sein. Revelio. Schon durch hier. Alohomora. Tü-tü-tü. Habe ich eigentlich jetzt 6 gesucht? Revelio. Ach, da ist er doch. Accio. Wingardium Leviosa. Ich wollte sagen, mach mal. So. Incendio. Dankeschön. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Bla 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 bla. Da ist schon nie was passiert. Halt doch die Schnauze. Revelio. Stell dich da hin. Da muss man zweimal drauf, okay. Nee, oder nicht? Hä, was ist das denn noch? Revelio. Lazio. Ah ja. Dacht doch gerade, kann ja nicht sein. Bauerei hier, du. Tschüss, Würfel. Wish. Revelio. Familienkopf finde. Oh, schon wieder so eine scheiß Wall. Ich flippe aus. Will dort nur da lang, Mann. Ja, ich weiß. Yay, da kann man durchfliegen. Boing. 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 Oh, das war scheiße. Hallo?
Verdammt. Das Relikt ist der Schlüssel zu Annes Rettung. Ganz gewiss. Wir ja. treffen uns vor Feldcroft, sobald du Machen kannst. Mal. So, ab in die Familiengruft, rein mit dir, sinnlose Rückkehr, Rumheuler, Geldkrieger. So, hopp, Meine hopp, Füße haben mal. Sich nicht in Rüben verwandelt. Guter Anfang. Ach schon, Schuhe an. Konfringo! Ach, da geht's weiter wahrscheinlich, oder? Revelio. Nein, ich hab Müll dabei. Ach, tatsächlich. Was für eine Scheiße, aber auch. Muss man jetzt zweimal nein. Lade. Glacio! Mann! Lumos! War klar, dass ein Kräuterkundler Teufelsschlingen verwendet. Jetzt hier lang? Mega Power Drop. Revelio. Confringo. Revelio. Interessant. Ja, das ist ausnahme. Mittelgroße Boden, irgendwas. Nein, Mädels, ihr kommt mit. Da kommen wir schnell zu den Gründer von irgendwo. Muss mal gucken. Ja, warum sollte er es auch nicht machen? Lumos. Geh mal weg. Hi. Ein Troll? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Super, Mann, ja. Arresto Moment, Imperium. Defindus, Bombarda! Expelliarmus! Auf wenig schade, sag ich dir ganz ehrlich. Defindus, Bombarda! Expelliarmus, Stipendus! Arresto Momentum! Potato! Stupus! Imperium! Aha, Opfer! Konfringo. Warte mal, das falsche. So. Expelliarmus. Potato. Stufe. Ups, sorry. Alte Taste. Die Trollscheiße mit. Wo geht's da hin? Mama Duke hat jedenfalls mehr hinterlassen als nur Pflanzen. Und da geht's wieder. Okay, ja gut, okay. Passt. Mama Duke. Wie geht's wieder raus? Rebellion. Ist hier noch was? Wertvolles. So. Sachbeschädigung incoming. Ja, jetzt krieg ich durch. Krabbel doch schneller, Moggele. Klick's noch nicht ab, so noch andere Sachen. Irgendwas kommt auch noch Blute. Rebellion. Guckt. Ein Sarkophag. Das muss Marmaduke sein. Das sollte den Fluch umkehren. Hoffentlich. Das sind ganze Verschlüsse, der wirklich da rauslaufen. Oh nö, warte mal, da kommt bestimmt noch was. Ja, das war's. Okay.
Hier ist es ein Mann. Zurück. Ich muss echt laufen. Oh, Jesus. Ich wollte mal unterwegs irgendwas noch finden. Ich habe Merlins Gospel-Rätsel da noch gefunden. Okay, ist da. Komm, renn doch weiter. Wer noch Fußkrüppel, du. Schnuffi. Beweg dich mal, danke. Vor allem nur seine Nachfahre war da verflucht. Ist schon mal ein echt netter Typ. Samantha wird froh sein, dass das Wappen zurück an seinem Platz ist. Knödel mal. Ich hoffe, es hebt den Fluch auf. Oder vielleicht verschlimmert es auch. Who knows? Who knows? Who knows? So eine Jump'n'Run-Quest wieder. Vergiss es. Ich weiß, was das bedeutet. Eine Prüfung Merlins. Merlin. Wir brauchen jetzt erstmal unterwegs irgendeinen Dealer, dass wir uns so einen Scheiß loswerden. Das ist natürlich gar nicht mal zweitrangig. Da drüben ist ein Dealer, perfekt. Heavy, da ist eine Kiste. Revelio. Ach so, doch grad. Miau. Hallo? Schnuffi? Blind? Danke. Was Gold drin? Brauchen wir? Schüler? Kein Geld und so? Weh, der ist jetzt nicht da. Ach, der ist schon wieder. Ah, okay. Dann lass mal checken. Müll, 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 Müll. Gut, jetzt nice. Müll. Ah, auch Müll. Junge, ist mir was Scheiß dabei. Eine ganze Rotze eigentlich wieder her. Müll, Müll. 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 Müll, Müll. Okay, kein Eisverkaufer. Ich kann Ihnen nicht genug danken, dass Sie mir meine Karren gebracht haben. Ja, ja. Ich habe gemalt wie besessen. Unglaublich, zu was einem solch Elend inspirieren kann. Geld, ich muss jetzt mal Geld verdienen. Ich habe Scheiß für so ein Base-Upgrade ausgeben müssen. Da hilft dem Typ, seine Forschung zu verbessern, dass er sehr viel Kohle verdienen kann. Wir müssen auch für das fucking Upgrade Geld bezahlen. Was für eine Verarsche. Ja, müssen wir in unseren geheimen Raum zurück. Ich glaube, das machen wir auch gleich. Instant. Ohne irgendwo großartig rumzufliegen. Tschüss. Danke fürs Vorbeischauen. Kauft doch eh noch bei dir. Karte von Catwards. Geheime Räume. Raum der Wünsche. Tschüss. Achso, letzten paar Tage haben wir nichts raus. Heute ist Samstag, Sonntag. Sorry. Da haben wir alles. Ach, halt die Fresse. Die. Genau, Dobby-Sager. Da müssen wir noch lang. So, dann hier noch kurz Abgaser. Identifizieren. Gucken, ob es etwas Besseres gibt. Oh. Okay, Eigenschaften gewandt, echt? Cool. Müll. Müll. Haben wir nicht.
schnell. Handschuhe. Eigenschaft betrachten. PR-Rezept, dann habe ich einen Schaden. Nutz mal öfters. Achso, warte mal. Wie sieht es mit Upgrades aus? Fehler des Wurfs, sondern des Testrals. Müssen wir doch so kurz in den Tierlies wieder rein. Zack, Abgraser. Dafür sind sie halt da, die Masse Züchterei hier. Bürste, Futter. Bürsten. Beschäftigt. Bürsten. Beschäftigt. Hallo. Nee, der will essen. Mal gucken. Ich brauch Bürsten. Ich brauch Essen. Bürste. So. Bürste. Ey, keine Würfel zu nerven. Das ist echt lästig. Ich Hammer. Ich muss mal. Was ist mit dir los? Komm her. Keine Nifter, du. Bist du dumm? Sag mal, Scher. Ach, die Kröte haben wir Wanderschnack geschoben, ne? Halt, wart. So. Sind die Testos? Testos. Steht auch was? Hier nennt noch eine Kröte. Ach, da hinten ist sie. Hier jetzt auch was essen, sehr schön. Da, geht schneller. Bevor die da zum Essen laufen, ne? Ah, warte, da braucht was. Abnehmen, sehr schön. Krötenschleim. Nein! Dann ist doch jetzt was her, Gott sei Dünner, leid ich du. Dich Hammer, du bist. Ja. Grüße euch, schätze welche. Dann gehen wir noch kurz rüber und hol dir die Einhornfaser und so ein Käse. Ja, ein weibliches Einhorn hat man inzwischen. Da hat man, glaube ich, das Glück. Eine Miezekatze fällt mir auch weibliches. Was wir züchten wollten. Esel! Ja, wir haben gestern den Zupflüger das letzte Mal, ich flippe aus. Ne, haben wir nur zwei männliche Scheiße. Warte. Hat er noch etwas gefangen? Bam, Bitches!
So, nehmen wir doch an Federn. Hier geht futtern. Hier geht bürsten. Nein, der braucht Esser. Scheiße. Hör auf. Böser, böser. Ups. Tut mir leid. Hier ist. Das ist wahrscheinlich gerade. So. Ist mal. Dankeschön. Ich habe mal. Was bürsten. Hallo. So. Haben wir es alles gepflückt hier? Das ist mal so umständlich. Da fehlt doch wer. Da ist doch was. Was? Ja, der Futter da. Das Zeug da, das Autofutter, das ist irgendwie von Arsch, manchmal. Ich weiß nicht. Ach, Dieg, das wird keine Sau, halt einfach die Schnauze. Ich war schon zu der Troller wieder hin. Ich war schon zu weit weg. Hey, Dieg hat auch Vorstellungen mit seinem Leben. Ja, Putzfeuer. Okay, das war jetzt böse. Oh, 185 Meter innerhalb von Hogwarts vergiss es. Hallo. Danke. Ich spreche das mal an. Wir müssen also zu Sebastian. Und, was hat er jetzt? Karottenfüße. Ich habe das Wappen zu Marmadukes Sarkophag zurückgebracht, genau wie du es wolltest. Das dachte ich mir. Das St. Mungo Hospital hat mir schon gesagt, dass die Füße meines Bruders wieder normal aussehen. Oh, ich bin dir unendlich dankbar. Ich hoffe, es hat nicht zu viel Mühe gemacht. Ich bin auf einen Troll gestoßen. Ein Troll? Oh, tut mir so leid. Ja, ich höre es raus. Furchtbar. Seit Jahrhunderten war niemand mehr in der Gruft. Aber das wundert mich nicht. Marmaduke war wohl schon immer für eine Überraschung gut. Das stimmt wohl. Ich sollte wohl gehen. Ich will unbedingt zu meinem Bruder. Der wird sich freuen, seine Füße wieder zu haben. Natürlich. Ginge mir genauso. William und ich stehen für immer in deiner Schuld. Ja, also doch, Harem. Finde ich gut. Danke nochmal für deine Hilfe. Bla, bla, bla. Naja. Meinem Bruder geht es gut, dank dir. Und ja, chill doch. Vorgeschlagene Stufe, sprich mit dir, frage mich. Ah, eine Phönixfeder, okay. Weltkarte. Oh, und so weit Flieger. Natürlich war er dahinter schon. Aber ich sag so, ja, lass mal den Wegpunkt holen. Sieht recht dunkel aus. Aber das hat mich noch nie aufgehalten. Ja, ja, Schnauze. So, Servus Sebastian. Wir fliegen fort, dann werden wir hoffentlich was lernen, was uns gefällt. Damit wäre deine Schädelspalte. Sebastian, ein Relikt aus den Katakomben, ja. Das ist ein dunkles Opfer. Halt doch die Fresse, Mann. Ich weiß, wie das klingt, aber wenn es hilft, lohnt sich Kille das Risiko. Onkel, der ist eh so ein Bastard. Weiß Ominous auch davon? Er half, das Skriptorium mit Slytherins Zauberbuch zu finden. Nun gut. Wenn Ominous dabei ist, werde ich auch kommen. Wir haben nicht viel Zeit. Solomon will Feldcroft verlassen. Was? Verlassen? Egal, du musst ihn hinhalten. Verschaff uns Zeit, Anne. Bitte. Ich versuche es. Ich melde mich. Wie denn? WhatsApp, oder? Solomon kann Anne nicht aus Feldcroft wegbringen. Wohin würden sie denn gehen? Ins Grab. Maximal.
Sebastian. Glaub nicht, dass ich deinen Koboldfreund vergessen habe. Habe ich nicht. Aber ich bin froh, dass du mir unser letztes Gespräch nicht übel nimmst. Natürlich. Unfassbar, dass mein Onkel Feldcraft verlassen will. Anne wird ihn hinhalten. Das muss sie. Wir brauchen Zeit. Zeit? Wofür? Ich habe mehr über das Relikt erfahren. Ich habe Slytherins Zauberbuch mit dem verglichen, was in der Bibliothek über Relikte und dunkle Opfer steht. Dabei wurde mir etwas klar. Ich glaube, das Relikt funktioniert nur in der Katakombe. Ah ja. Wir müssen nur Anne in die Katakombe bringen und rausfinden, wie wir ein dunkles Opfer da bringen. Ja, dann unsere größte Hürde könnte Ominous sein. Anne gibt dem Ganzen nur eine Chance, wenn er dabei ist. Ja, dann pumpen und wir müssen es vor deinem Onkel verheimlichen. Wenn er zum Schulleiter geht, fliegen wir von der Schule. Ich regel das mit Ominous. Was meinen Onkel angeht, er ist kein Auro mehr. Was er nicht weiß, wird uns nicht schaden. Glaubst du, dein Onkel würde alles dem Ministerium melden, wenn er es herausfindet? Ich bezweifle, dass er zum Ministerium geht, wenn er es erfährt. Er hat sich nicht im Guten getrennt. Er sagt es nicht, aber seine Abneigung gegen schwarze Magie hat sicher etwas mit seiner Zeit dort zu tun. Anne glaubt, er wollte einst Feuer mit Feuer bekämpfen und setzte einen unverzeihlichen Fluch im Kampf gegen schwarze Magier ein. Zumindest hat sie das so verstanden. Als er erkannte, wozu sein Beruf ihn gemacht hatte, gab er ihn ziemlich abrupt auf. Ich glaube nicht, dass er dem Ministerium von schwarzer Magie in seiner eigenen Familie berichten würde. Viel Glück mit Ominous. Bis zum nächsten Mal. Ich werde dir sagen, wann wir vier uns in der Katakombe treffen. Achte auf meine Eule. Da. Bis bald dann. Okay. Ja. Dann sind wir mal gespannt, was dahin geht. Junge. In weit entfernt, also komm mal, Flieger jetzt, das ist. Rebellion. Ach so. Nur zwei Trolls. The Trolls and I. Ach ja, hab's kapiert. Kein Zugriff für Chocobos. So, darf ich jetzt wieder hier lang. Meine Güte. Kann man Köpfe deinen Fliege hier? Revelio. War hier nicht Niffler? Ah, die brauchen wir keine. Die brauchen wir ja nicht. Denn da haben wir schon welche und züchten können wir sie auch. Gibt zwar irgendwann Inzest, weil wir keine Genmischung hinkriegen, weil wir dort ein paar haben, aber ist egal. Wusch. Revelio. Ja, schon wieder. Wo muss ich lang? Auf jeden Fall die falsche Richtung. Oh Mann, das könnte so kurz sein. Wenn wir straighter langfliegen. Alter, gut. Ah, ich freue mich schon. Avada Kedavra, wir kommen. Erstmal mal gespannt jetzt. Beim Bobby hat er auch noch was für uns. Bobby. Revelio. Die Nudel. Sind wir in einem fremden Gebiet schon? Ja, fast. Da oben ist er aber irgendwo. Alles kommt da gleich, okay.
Schnellreisepunkt sein. Revelio.